Wir haben ja letztendlich halt die Auflage vom Bezirksamt bekommen, unsere Spielzeiten hier einzuschränken, weil es eine Beschwerde gab einer Anwohnerin, die sich über den Lärm des Fußballplatzes beschwert hat bei der Stadt oder beim Bezirksamt. Und das ist unser Problem, weil halt ganz viele Jugendmannschaften, wir haben 31 Jugendmannschaften, letztendlich hier auch am Wochenende ihr Punktspiel austragen möchten, ihr Heimspiel austragen möchten, und jetzt durch die Begrenzung am Wochenende letztendlich sind wir gezwungen, auf andere Plätze auszuweichen, die wir halt auch während der Bauphase genutzt haben. Das sind halt alte Grandplätze, wo wir jetzt nicht besonders glücklich sind, dass wir unseren schönen Kunstrasen nicht mehr nutzen können. Es war vorher ein Grandplatz und der ist ja noch nicht so lange da, und kaum ist der Kunstrasenplatz da und ich muss keine zerschundenen Kinderknie wieder pflegen, und dann wird passiert sowas. Das ist natürlich total schade. Wir haben wenig Verständnis für diese Beschwerde, zumal es hier da drüben auch eine vierspurige Straße gibt, die recht lautstark ist. Also von aus gesehen bin ich auch der Meinung, dass die Straße fast genauso laut sein müsste wie der Fußplatz jetzt selber. Fußball braucht keinen Lärmschutz, Jugend braucht keinen Lärmschutz, Ehrenamt braucht keinen Lärmschutz, Integration braucht erst recht keinen Lärmschutz und Teutonia 05 braucht keinen Lärmschutz.